Hallo und herzlich willkommen zurück zu The True Story of Kisilova Vampire Legends. Wir sind auf dem Weg zum Bürgermeister, aber vorher haben wir hier noch das nächste Suchspiel. So, wir brauchen einen goldenen Krug. Einen Walnusskern, der liegt da schön auf der Trommel, den können wir jetzt knacken. Besteck, 3 Stück. Hier hinten im Kübel haben wir einen Löffel. Da haben wir das Messer. Und hier ist die Gabel. Dann brauchen wir 2 Stiefeln. Da liegt gleich hier der erste. Der zweite. Eine Laterne, die ist hier. Korken. Hier im Sack liegt der Korkenzieher. Und die Flasche dafür ist ganz rechts bei der Puppe. Die Glocke liegt hier unten. Kerzen sind hier oben. Die Zange liegt hier links. Dann können wir auch gleich den Kelch mitnehmen. Der Besen ist hier oben versteckt, sonst wie so ein kleiner Handbesen. Und das Rohr hier unten unter dem Holz, unter dem Spielz, euch Schwert aus Holz, so. Haben wir ein Metallrohr gekriegt. Gut, dann gehen wir vor zum Stadtplatz Nord. Da freuen sich die Ratten. Fühlen sich hier pudelwohl. Kommen alle schön raus aus dem Kanal. Okay. Verlobung von Alexander Ivanov und Rose Vlana. Kisilova. Alexander Ivanov, ein junger Gelehrter, wird in unserer Stadt Kisilova, Serbien, mit der Blume der Stadt Rose Vlana den Bund der Ehe schließen. Die Hochzeit soll im August stattfinden. Der Bürgermeister hat dem jungen Paar bereits seinen Segen gegeben. Dann gehen wir rein. Der schläft den Schlaf der Gerechten. Das heißt aber auch, wir kommen jetzt nicht rauf zum Bürgermeister. Wir können uns hier ein bisschen umschauen, ein bisschen Chaos veranstalten. Aber wir müssen zu einem Schreibtisch hier vor. Und dann nehmen wir uns raus den Ton. Oder Lehm. Ton. Und die Rohrzange. Ich wollte den Brunnen reparieren, habe es aber nur noch schlimmer gemacht. Es tut mir leid, Stefan. Gut. Unter der Last der Verantwortung zusammengebrochen. So, das heißt, es liegt jetzt an uns, den Brunnen zu reparieren. Wir gehen wieder zurück. Noch eins zurück. Hier haben wir einen kaputten Kübel. Den können wir mit dem Ton reparieren. Dann gehen wir da hinten zu dem Wasserhahn. Den werden wir mit der Rohrzange abmontieren. Dann gehen wir zum Stadtplatz Nord. Jetzt kommt mein Spezialgebiet, her zum Ringelaufgitter. Erst einmal alle 4 Schrauben hier entfernen, sonst können wir nicht zu den Rohren. Dann schieben wir das Gitter zur Seite. Ja, fügen das Rohr ein. Und das Ventilrad. So, ich muss die Rohrstücke verbinden, damit kein Wasser entweicht. Ich fange mal hier hinten an. So, und jetzt brauchen wir nur noch das hier rüber drehen. Und dann sehen wir schon, so soll das dann noch... Ja, nun kann ich das Wasser aufdrehen. Ja, super. So soll das ausschauen. Dann haben wir einen geschlossenen Kreislauf. Ja, Rohrleitungen sind mein Spezialgebiet. Drehen wir auf. Vogel freut sich auch tierisch. Bevor wir jetzt reingehen, füllen wir noch den Kübel mit Wasser. Dann gehen wir wieder zurück ins Rathaus.
Jetzt können wir den schön aufwecken. What? What's going on? Where am I? Oh, I see. Excuse me. Ah, hi. My name is Stefan. I must have fallen asleep. I need to go now. Wer weiß, wo er sich jetzt hinlegt und weiter schläft? Wir gehen auf jeden Fall rauf zum Bürgermeister. Welcome, officers. I am the mayor of this town, and this is Peter Blagojevich, one of our town's most eminent members. Thank you. Someone sabotaged our ferry, and our carriage driver is missing. I'm sorry to hear that. Did you discover anything of note? Ja, wir zeigen jetzt dem einen das Medaillon. We were able to talk to Olga briefly. She doesn't remember much, but she did manage to take this medallion from her attacker. Do you know the girl in the picture? I think we saw her in the forest. Yes, that's Rose. She lives near the cemetery. Bit strange if you ask me. Perhaps she's involved somehow. That's nonsense. That beautiful girl could never be capable of such evil. Yes, of course you're right. You will find the body of one of the recent victims in the church crypt, if you would like to inspect it. The gate is probably locked, and the key is in the key cabinet in the lobby. Here's the key for the key cabinet. Dann mal her mit dem guten Stück. Wir nehmen den Schlüssel. Und gehen mal runter. Hier ist der Schlüsselkasten. Sperren wir den Schlüsselkasten mit dem Schlüssel auf. So, jetzt haben wir ein Memory-Spiel vor uns. Das heißt, ja, umdrehen. Und dann schauen wir, wo was hingehört. So, dann haben wir einen Friedhofsschlüssel. Und gehen raus. So, da wartet der gute Stefan auf uns. Oh, hey, it's you again. I noticed you fixed the fountain. That's great. You must be pretty good with your hands. Do you want to play a game with me? Wird uns wohl nicht erspart bleiben. Wir müssen mit ihm spielen. So, wir müssen jetzt die Knoten so lösen, dass sich die Seile nicht überschneiden. So, das erste ist ja noch relativ leicht. So, das zweite geht auch noch. Jetzt wird's lustig. Mal scharf überlegen. So. So gehört das. It's hard to find good company these days. Here. Take my knife as a sort of thanks. Maybe it will come in useful to you somehow. Gut, das Messer nehmen wir gerne. Sagen danke.
jetzt gehen wir zum Friedhof. Da laufen auch schon die Ratten rum. Ich habe nichts gegen Ratten, aber ich hasse Spinnen. Okay, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, da sind Holzstücke drin. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Hat kriegt schon einer runter. Wir müssen mit dem Messer die Holzstücke entfernen. Dann können wir mit dem Schlüssel hier rein. So, ich gebe mal die Anleitung. Schließe die Schlüssellöcher in der korrekten Reihenfolge auf. Wenn du das richtige Schlüsselloch auswählst, bleibt der Schließzylinder offen. Machst du einen Fehler, musst du von vorne beginnen. Gut. Wir fangen mit dem untersten an. Dann das zweite von oben. Das oberste. Und das zweite von unten. Boah, die Viecher sind so grauslich. That's that cloaked person again. And oh no, it's quickly after them. Gut, wir laufen dem mal hinterher. We're too late. He's gone. That house in the distance must belong to that girl Rose. Perhaps she saw something. Ja, vielleicht. Okay, bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle wieder eine kurze Pause. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Mehr davon gibt's beim nächsten Video. Tschüss!